Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem Fun-Game. Heute spielen wir Bloggers Inc. Involved und ich habe es kurz angespielt, aber nur um zu sehen, ob alles funktioniert. Ich würde sagen, wir legen jetzt richtig los, oder? Wir nennen unsere Seuche, so wie es sein soll, oder? Klein und frech. Denn das sind Bakterien doch und drum geben wir mal Gas. Willkommen bei Bloggers Inc. Deine Wahl, Bakterien. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln und dich auf der Welt ausbreiten. Lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus. Ja, das werden wir mal versuchen. Startgebiet wählen. Wähle das Ursprungsland deiner Seuche. Durch das Anklicken der jeweiligen Länder erhältst du mehr Informationen. Wenn du deine Wahl getroffen hast, klicke die Startblase zum Bestätigen an oder klicke stattdessen auf ein anderes Land. Ja. Ja, wir sind... Also, ich sag mal so, ich bin Österreicher. Darum finde ich dich jetzt die Deutschen. Nein. So. Tipp, berühre DNS-Blasen für DNS-Punkte. Zerplatze zufällig auftauchende orange DNS-Blasen, um zusätzliche DNS-Punkte zu erhalten, die du zur Entwicklung deiner Krankheit einsetzen kannst. Alles klar? 10 Punkte. Jetzt können wir, glaube ich, irgendwas machen damit. Ja, genau. Luft oder Wasser? Ja, nimm mal Wasser. Klein und frech wurde erfolgreich weiterentwickelt. Du hast deine Krankheit mit DNS-Punkten weiterentwickelt. Deine Optionen sind aufrufbar. Zerplatze Biografieblasen und infiziere Menschen für weitere Punkte. Ja, das habe ich gerade gemacht. Schon 10 Menschen infiziert, Leute. Wir sind gemein. Arznei in Deutschland hemmt Infektionen. Deutschland ist ein wohlhabendes Land mit einem guten Gesundheitssystem. Um dich schneller auszubreiten, kannst du zum Beispiel deine Resistenz gegen Arzneimittel weiterentwickeln. Okay. Klein und frech beginnt sich auszubreiten. Klein und frech breitet sich in Deutschland von Person zu Person aus und wird exponentiell zunehmen. Du kontrollierst die Seuche indirekt, indem du sie weiterentwickelst. Ja, ist klar. Ja, schauen wir mal das ist wahrscheinlich bei Fähigkeiten, ne? Aha. Arzneiresistenz. Erreger wird resistent gegenüber Antibiotika der Klasse 1 und 2. Erhöht Wirksamkeit in wohlhabenden Ländern. Okay. Ah, okay, DNS-Punkte und da, ja klar, kapiert. Da weiß ich mal nur in Deutschland. Aber wir haben auch erst 30 Leute infiziert. Sind doch nicht wirklich gemein. Ist auch schon 100, wir haben die 100 geknackt. Tipp, Länderinformation. Um mehr über ein Land zu erfahren, klicken Sie auf den Ländernamen am unteren Rand des Bildschirms, um das Landmenü zu öffnen. Ah, Polen. Okay, dann stehen da die Sachen. Was? Rural geprägtes Land. Humanides Land. Kaltes Land. Okay. Klein und frech infiziert Hunderte. Klein und frech hat Hunderte in Deutschland infiziert, was die Chance vergrößert, dass infizierte Personen gesund infizieren. Entwickle deine Krankheit weiter. Ja. Das sollten wir wahrscheinlich machen. Okay, nicht da, sondern da. So, mach mal Luft. Luft ist gut. Also ich finde die sinnvoll. Bei denen weiß ich noch nicht. Bin ich noch nicht so sicher. Ah, haben wir schon bald die 500. Ja, die 500 geknackt. Fest der Liebe in Deutschland. Deutschland feiert das Fest der Liebe. Fans begrüßen den Ersatz für den internationalen Tag des Grüßens. Kritiker stellen Hygienestandard in Frage. Gab es irgendein Symptom, was das macht? Warte mal, wartet. War das da? Na? Nee. Auch nicht. Jetzt passiert was. Übelkeit. Entzündete Magenschleimhaut verursacht Unbehagen. Geringe Chance auf Infektionen beim Küssen. Das machen wir. Klein und frech infiziert Tausende. Klein und frech hat Tausende in Deutschland infiziert. Die Menschen erkranken immer schneller. Ja, so soll es doch sein. Ich töte euch alle. Man sagt, seine Rede ist die beste, die es je gab. Der populistische Politiker wurde von seinen Anhängern für das Versprechen, ihnen stets zu sagen, was sie hören wollen, gefeiert. Experten haben ihn für das Ignorieren von Fakten gelobt. Klein und frech erreicht Zentraleuropa. Zentraleuropa wurde infiziert. Deine Krankheit ist auf dem besten Weg, zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert ist, zerplatze die roten Blasen für Bonus-DNS. Ja, das mache ich doch schon die ganze Zeit.
Schwere Überschwemmungen in Madagaskar. Schwere Überschwemmungen in Madagaskar. WHO-Analysten rechnen mit vermehrten Erkrankungen durch überfüllte Flüchtlingslager. Und schon 4000 Tote. Uhu. Schon 100.000 Infizierte. Schon 200.000. Juhu. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Eine halbe Million haben wir schon. Kleiner Frech infiziert weitere Länder. Kleiner Frech infiziert mehr Länder. Steuere die Ausbreitung und die Übertragungsmerkmale im Krankenmenü weiterentwickelst. Okay. Ja, ich will aber zuerst im Endeffekt. Nein, Übertragung. Was da machen? 16. Okay. Ich brauche 16 DNS-Punkte. 14. Erbrechen Symptom mutiert. Nee, Symptome sind schlecht im Grunde. Das wollte ich nur nehmen wegen gewissen Dingsbums. Schwere. Der Ausstoß von infiziertem Material durch projektilartige Erbrechen erhöht das Infektionsrisiko. Lass mal. Das ist noch im Rahmen, würde ich jetzt behaupten. So, wir machen mal Übertragung. Luft. Ansteckender als Tuberkulose. Kleinfrech hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als Tuberkulose. Eine sehr ansteckende Krankheit. Ja, wir haben bis jetzt das Ziel fast. Berühre Infektionsblasen für DNS-Punkte. Rote Infektionsblasen erscheinen, wenn du ein neues Land infiziert hast. Zerplatze sie für zusätzliche DNS-Punkte, die du zur Entwicklung deiner Krankheit einsetzen kannst. Alles klar. Ja, da sind wir in Amerika. Das Weltmenü enthält nützliche Daten. Ja, das hast du vorher schon mal gesagt. Da sind wir da unten auch schon. In Saudi-Arabien. Island. Japan. Oh nein, ich habe Japan infiziert. Ansteckender als HIV. Klein und frech hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als HIV. Eine extrem ansteckende Krankheit. Da geht's los, Leute. Da geht's los. Dann machen wir Luft und Wasser. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Deutschland eine neue Krankheit namens Klein und Frech. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Okay, das heißt, ich wurde entdeckt. Ist das jetzt positiv oder negativ? Eher negativ, oder? Ja, negativ. Tag der Sensibilisierung für Klein und Frech. Wohltätigkeitsorganisation veranstaltet einen Tag der Sensibilisierung für Klein und Frech, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und die Forschung zu fördern. Okay. Das habe ich ja gemacht, aber wir sollten wahrscheinlich, oder? Achso, kann ich nicht. Aber Resistenzen wären jetzt wahrscheinlich cool, oder? Damit ich auch in kalten Gebieten. Achso, da war das, oder? Entwickle bakteriellen Mantel zum Schutz gegen alle Klimabedingungen. Das finde ich gut. So. Jetzt geht's los. Uiuiui. So. Dann nehmen wir das da rein. So. Neues Hilfsprogramm für arme Länder. Die Vereinten Nationen haben eine neue Initiative für arme Länder gestartet. Dadurch sind diese weniger anfällig gegenüber Krankheiten. Okay. Das heißt... das sind mein Grünland. Das heißt, ich muss jetzt auf Ding gehen, oder? 13. Also damit die Urbanen... da fällt Russland gefallen. Klein und Frech auf Beobachtungsliste gesetzt. Klein und Frech wurde in die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und als wenig gefährlich eingestuft. Regierungen haben davor gewarnt, dass ein tödlicher Stamm auftreten könnte. Jojo. So. Das heißt, ich mache mal das, weil das ist für gegen Überträgungsinfektionen erhöhen Mutationschancen und Ansteckungsgefahr, vor allem in heißen Klimazonen. Okay. Finde ich sinnvoll. Denk schon, oder? Madagaskar startet Arbeit an Heilmittel. Madagaskar trägt als erstes Land der Ärzten auf, nach einem Heilmittel für Klein und Frech zu forschen. Ohne größere Fördermittel wird damit gerechnet, dass es länger dauern wird. So, das heißt aber, ich werde jetzt da noch die Pille reinwerfen. 27, okay. Da haben wir 27, jetzt haben wir uns die Pille da rein. Dann werden wir noch eine Resistenz werden wir noch machen, oder? Die da. 10 Punkte, das ist machbar. Haben wir schon. Wenn wir die Resistenzen erhöhen, müssten wir ja die urbanen Länder besser klagen.
Da geht's los, da geht's richtig los. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Kleiner Frech hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Es ist die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Ja, so will ich das. Ägypten bei Heilmittelforschung führend. Ägypten sendet jetzt Forscher in infizierte Länder, um die Entwicklung eines Heilmittels für Kleiner Frech zu beschleunigen. Zerplatze blaue Blasen und zerstöre ihre Forschung. Okay. Moment, da müssen wir die Übertragungsrate ein bisschen mitmachen. So, für das. Und jetzt muss ich dann auf alle Fälle ein paar Sachen in die Fähigkeiten stecken. U21. Berühre Heilmittelblasen, hemmt Heilung. Blaue Heilmittelblasen erscheinen, wenn ein Forschungsteam aus Ägypten etwas findet. Zerplatze sie, um ihre Forschung und die Entwicklung eines Heilmittels zu verzögern. Steht mit dem Heilmittel. Moment, ist zerplatzt. Ein Jahr und 316 Tage. Okay. Ausschlagssymptom. Das nochmal weg. Muss ansteckender werden. Aber ich brauche die Punkte nachher für die Symptome. Ich darf nichts mehr. Okay. Moment, Mutierung. Anämie, weg damit. So. Zuerst mal verändern wir unseren Erregerstamm, würde ich sagen. Dann hauen wir hier die Mutanten für die Dinger rein. Mutationen für die Käfer und für die Nagetiere, der Käfer. So. Polizist tödliche Herzstörung. Was verursacht Versagen des Atmungssystems? Erreger wird in der Luft abgegeben. Das werden wir mal reinhauen. Narbenbildung in der Lunge führt zu Atemlosigkeit und extremen Hustanfällen. Kann tödlich sein, wenn kombiniert mit intensivem Sport. Bauch nehmen. Er erhöht die Tödlichkeit gut. Und die Schwere. Katastrophaler Zelldod. Mehrere Gewebetypen führt zu Organversagen im ganzen Körper und raschem Tod. Jo, okay, das werden wir erst später machen. Aber das behalten wir uns im Hinterkopf. Erster Todesfall durch Klein und Frech in Saudi-Arabien. Bestätigt. Pech oder der Anfang von etwas Schrecklichem? Ich muss die Ding-Resi erhöhen. Das geht mir da unten noch ein bisschen zu langsam. Klimabedingungs-Resi, so. Wie schaut es mit der Entwicklung aus? In 222 Tagen, das ist machbar. Durchfallsymptom mutiert. Durchfallsymptom, wo ist denn das? Ah, da. Ja, ist okay. Bekämpfe die Heilung. Ja, ja. Die Entwicklung eines Heilmittels kann auf zwei Arten bekämpft werden. Entwickle aggressive Symptome, um Länder zu vernichten, auffälliger. Oder Heilmittelresistenzen subtiler. Ja, ja. Das heißt, ich mache das jetzt auch. So, wir nehmen da. Es gibt jetzt einen neuen Erregerstand, der mehr Arbeit für die Entwicklung eines Heilmittels erfordert. Ja. Und da sind sie runter auf 24. Oh. Jetzt geht's los. Keine gesunden Menschen mehr. Perfekt. Und jetzt da hauen wir rein. Jetzt geht's euch an den Wagen. 25 Punkte fürs nächste. Akzeptiert. Mehr Tote als durchbeißt. Neue Statistiken zeigen, dass Klein und Frech mehr als 75 Millionen Menschen weltweit dahingerafft hat. Schlimmer als die Pest. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Die letzten gesunden Menschen auf diesem Planeten wurden vor kurzem mit Klein und Frech infiziert. So. Klein und Frech hat die Schlafstörung. Ja, das ist mir jetzt egal. Jetzt muss ich im Endeffekt mehr Tote als durch spanische Grippe. Obwohl, wartet. Wo ist denn das Symptom? Da unten. Ja, das ist okay. Jetzt muss ich nämlich schauen. Ich brauche 32 Punkte. Erreger können im Labor nur noch schwer analysiert werden. Senkt weitere Forschungsgeschwindigkeit. Okay, das ist sinnvoll. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung. Wie lange brauchen sie? 93 Tage, aber das könnte knapp werden. Mehr Tote als durch Pocken. Ja, ist okay. Heilmittel so 50% fertiggestellt. Aber ich lösche die Menschen, glaube ich, schneller aus, als sie regenerieren können. Obwohl, vielleicht doch nicht. Moment. Da wirkt man halt ein bisschen entgegen. So, wir nehmen einfach da ein paar Sachen weg.
Wie viel brauche ich denn? Ich brauche 33, das ist kein Problem. Da nehme ich weg. Die Übertragung nehme ich weg. So, und dafür nehmen wir jetzt hier die Entwicklung und jetzt müsste das runtergehen. Ja, 54%. Und weiter wird die Menschheit ausgelöscht. Wir haben wieder 34 Punkte. Was könnte ich jetzt noch machen? Moment. Ja, hört sich gut an. Muss ja jetzt nur die Entwicklung so weit hemmen, damit die Menschheit ausgelöscht wird, oder? USA und in Anarchie verfallen. USA versinkt aufgrund von Klein und Frech als erstes Land in Anarchie. Dort kann kein Heilmittel erforscht werden. Ist ja traurig. 71%. Die Menschheit ist so gut wie tot. Nur, dass ihr es wisst. Es leben nur noch... Oh. Sind es nur mit 100 Millionen gleich? Experimentelles Heilmittel für Klein und Frech tödlich. Ein experimentelles Heilmittel gegen Klein und Frech stellt sich als hundertprozentig tödlich für den Menschen heraus. WHO-Forscher glauben, dieser Rückschlag schade der Heilmittelforschung. 80? 50 Millionen? 40 Millionen? 30 Millionen? 20 Millionen? 15? 10 Millionen? 5 Millionen? Die Menschheit ist im Arsch. Ich habe die Menschheit ruiniert. 2 Millionen? 1,5? 1 Million? Klein und Frech wird die Menschheit auslöschen. Klein und Frech hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen sind sich darüber bewusst, dass sie das Ende der Menschengeschichte miterleben. Tja. 500.000? Nur mehr eine Viertelmillion. 250? 200? 150? 100? 90? 50? 20? 5000? So. Noch 900 Menschen leben. So. Und diese 900 Menschen leben in Australien. Also, eine kurze Gedenksekunde an die Menschen, die alle verstorben sind. Genug. So, lass uns sie töten. Und tschüss. Sieg! Yes! Kleiner Frech hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Und ja. Ein bisschen mehr als 900 Tage gebraucht. Ist doch nicht so schlecht. Finde ich okay. Keine so schlechten Punkte, würde ich mal sagen. Fürs erste Mal richtig spielen? Würde ich sagen, akzeptabel, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo oder ein Like da. Oder ein nettes Comment. Wäre auch recht geil. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.